Und es geht gleich weiter zu unserem letzten Vortragenden, den ich ja fast gar nicht mehr ankündigen muss, aber mache ich natürlich trotzdem. Es ist der Josef Barth, seines Zeichens ehemaliger Journalist beim Profil, heute selbstständig mit der Kommunikationsagentur Pick und Barth. Und in diesem Zusammenhang am allerspannendsten und wichtigsten heute hier der Gründer des Forum Informationsfreiheit. Und ich übergebe gleich das Mikrofon. Dankeschön. Ja, wunderschönen guten Abend. Danke für die Einladung. Mein Name ist Josef Barth, wie gesagt. Ich komme ursprünglich aus dem Journalismus und bin daher ein natürlicher Feind des Amtsgeheimnisses. Im Journalismus haben wir versucht, Informationen zu bekommen. Dort hört man normalerweise eine klare Argumentation seitens des Objekts der Berichterstattung gegenüber, wenn man das was fragt. Dann sagen die meisten, das sagen wir nicht. Und wenn man dann fragt, warum, dann gibt es verschiedene Antworten. Die heißen manchmal Datenschutz, manchmal Verschwiegenheitspflicht und sehr oft Amtsgeheimnis. Und irgendwann hat mich das so sehr geärgert, dass ich mir gedacht habe, jetzt machen wir mal eine Liste und stellen die ins Internet und die nennen wir Amtsgeheimnis.at, was Österreichs Bürger nicht wissen dürfen. Und listen einfach nur mal auf, was von quasi Staatswegen einfach geschützt werden muss, was den Bürgern nicht das Wissen zur Verfügung stehen darf. Damit stand ich vor, glaube ich, 3 Jahren schon mal hier, Vereinladung von Andreas damals, glaube ich. Und dann sind auch 2, 3 andere im Raum gewesen, die haben gesagt, das ist eigentlich arg, da sollten wir was machen. Tja, und dann haben wir was gemacht und haben vor 3 Jahren, ziemlich genau heute vor 3 Jahren, begonnen, eine Initiative zu starten, die hieß Transparenzgesetz.at. Das heißt, wir wollten dazu beitragen, dass das österreichische Amtsgeheimnis in seiner derzeitigen Form abgeschafft wird oder zumindest so stark zurückgedrängt wird, dass eigentliche vernünftige Teilhabe am demokratischen Prozess für politisch interessierte Bürger möglich ist. Und haben versucht, mit dieser Initiative einen, wir haben das genannt, gläserner Staat statt gläserner Bürger, zu erreichen und haben dafür uns eingesetzt, quasi hier eine Änderung einzuleiten. Die Reaktion war umgehend. Die Regierung hat ebenfalls fast heute vor 3 Jahren versprochen, das österreichische Amtsgeheimnis zu prüfen und umgehend auch quasi eine Änderung einzuleiten, weil sie gesagt haben, das ist wirklich anachronistisch, danke, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben, wollen wir ändern und haben damals versprochen, innerhalb von 3 Wochen einen Vorschlag vorzulegen, wie das quasi passieren sollte. Heute ist es 3 Jahre später und ich nehme es vorweg, wir haben es noch immer nicht. Das hat einen Grund, dass es auf der Prioritätenliste der Politik dann sehr bald wieder verschwunden ist. Es gab dann zahlreiche Begründungen, dass es Probleme gab. In Wahrheit hat man nie wirklich den Druck dahinter gesetzt, den man zum Beispiel auf der anderen Seite dahinter setzt, wenn es um die Überwachung geht und wenn es um das Staatsschutzgesetz, das sogenannte Staatsschutzgesetz geht. Da gab es plötzlich eine ganz andere Geschwindigkeit, sozusagen Dinge ändern zu wollen und Dinge einleiten zu wollen. Wenn es darum geht, den Bürgern ihre Rechte zu erweitern und zuzugestehen, heißt das natürlich auch immer einen gewissen Machtverlust für denjenigen, der gerade regiert und den derartigen Machtverlust musste man sich immer erkämpfen, der wurde einem noch nie geschenkt. Insofern, das ist die kleine Geschichte unseres Kampfes und wo er heute steht. So, begonnen hat das Ganze, wie gesagt, vor gut 3 Jahren, als Florian Klenk vom Falter wissen wollte, er hat gesagt, ich versuchte so wie britische Journalisten Einsicht in die Spesen unserer Abgeordneten zu bekommen. Parlament sagt Amtsgeheimnis. Das heißt, er wollte wissen, wie demokratisch gewählte Parlamentarier öffentliche Mittel verwenden. Ist in Österreich nicht erlaubt. Anders in Großbritannien, wo eine Journalistin, Heather Graham, sehr wohl quasi es geschafft hat, quasi die britischen Abgeordneten zu zwingen, ihre Spesenabrechnungen offenzulegen. Und man hat dann festgestellt, dass das gar nicht so für demokratische Zwecke immer ausgegeben wird, das Geld. Das hat damit zu tun, dass England oder Großbritannien ein sehr starkes Informationsfreiheitsgesetz hat und dort Dinge auch ganz klar so entschieden werden, dass solche Dinge zugänglich zu machen sind.
Zum Beispiel auch in den USA. In den USA ist es eigentlich, wurde 1966 schon ein Freedom of Information Act eingeführt. Dort haben Journalisten der New York Times mittlerweile sogar erzwungen, dass Daten über den Drohneneinsatz der USA quasi freigegeben werden müssen. Dort, obwohl quasi auch Bestimmungen bestehen, dass nationale Sicherheit hier ein großes Thema ist, wird sowas dort freigegeben. In Österreich auf militärischer Ebene schaut das schon ganz anders aus. Ein Beispiel ist die Liste der Eurofighter-Gegengeschäfte. Die Republik Österreich hat im Jahr 2002, 2003 Abfangjäger Eurofighter gekauft, kosteten 2 Milliarden Euro. Dafür haben sich die Lieferfirmen verpflichtet, für die doppelte Summe, nämlich 4 Milliarden Euro, in Österreich einzukaufen. Wir wollten gerne wissen, hat das gestimmt? Haben die wirklich in Österreich eingekauft für 4 Milliarden Euro? Unklar, Ministerium sagte damals geheim. Diese Liste haben österreichische Journalisten eigentlich fast 10 Jahre lang versucht, irgendwie in Erfahrung zu bringen und zu recherchieren, und immer gab es nur Schlaglichter, die irgendwo mal geleakt oder aufgetaucht worden sind. Very famous case, einer unserer Lieblinge, hat uns sehr geholfen, die Sache voranzutreiben. Niki Belakovic als Umweltminister meinte, dass sehr wohl Pestizide quasi in Österreich versprüht werden dürfen, auch wenn die möglicherweise dazu beitragen, dass es zu einem Bienensterben kommt. Irgendwann wollte man wissen, wie viel von diesen Pestiziden wurden eigentlich in Österreich versprüht. Antwort: Wie viel Pestizide von einem bestimmten Typus in Österreich versprüht werden, ist Amtsgeheimnis. Zumindest hat er sich darauf zurückgezogen, einen Tag lang. Die Position war dann kurz, es war dann wirklich nicht haltbar, und er musste nach kurzem quasi wirklich vorlegen, wie viel es jetzt war. Noch dazu war das am Internationalen Tag der Pressefreiheit. So, wir haben uns dann noch einige andere Cases angeschaut, finden Sie alle auf der Website informationsfreiheit.at bzw. amtsgeheimnis.at, da haben wir auch kleine Geschichten dazu geschrieben. Gibt wirklich immer wieder lustige Dinge, auf die man hier stößt in Österreich. Das ist die Grundproblematik. Wie dem Ganzen begegnen? Wir haben eine Rechtslage, mit der ich Sie gar nicht langweilen, die eher ein bisschen kurios anmutet als trocken. Österreich ist, was die Gesetzeslage betrifft und die Auslegung dieser Vorschriften, laut einem internationalen Test Schlusslicht in der Welt. Das heißt, wir sind nach dem internationalen Right to Information Ranking des Centers for Law and Democracy in Kanada sowie von Access Info Europe, einer britisch-spanischen NGO, die spezialisiert ist in diesem Bereich, waren wir einst auf Platz 93 von 93 untersuchten Staaten. Kein Land war restriktiver. Das hat sich dann geändert. Wir waren dann auf Platz 95 von 95 untersuchten Staaten und auf Platz 97 von 97 untersuchten Staaten. Und seit einige sehr neue Demokratien ebenfalls Informationsfreiheitsgesetze haben, sind wir quasi hinter die 100 zurückgefallen. Immer noch weltweit auf dem letzten Platz. Das Rating kann man in Frage stellen, die Methode kann man in Frage stellen. Das Grundproblem bleibt. Es ist begründet im Artikel 20 der Verfassung. Dort heißt es nämlich, verkürzt dargestellt, dass einerseits quasi im Artikel 20 Absatz 3 heißt es, dass eigentlich alle mit Aufgaben der Verwaltung betrauten Organe prinzipiell zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, soweit nichts anderes bestimmt ist. Prinzipiell ist es nicht schlecht, es ist sogar positiv. Also sozusagen, wenn Sie mit einer Behörde zu tun haben, kann die Behörde jetzt nicht unbedingt rausgehen und sagen, dass Sie jetzt, also was Sie jetzt gerade wollten und wie Ihr Case zu behandeln ist. Die Verwaltung verwaltet uns, insofern haben die auch viele Daten über uns gespeichert. Man kann auch, wenn man es positiv interpretieren will, sagen, das Amtsgeheimnis war mehr oder weniger der erste Datenschutz vor über 150 Jahren. Auf der anderen Seite sagt der Absatz 4, dass alle mit den Aufgaben der Verwaltung betrauten Organe Auskünfte zu erteilen haben, soweit eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht. Also man kann das drehen und wenden, wie man will. Das ist auch das Grundproblem. Das heißt, wenn Sie eine Frage an die Verwaltung haben, kann die Verwaltung eigentlich schauen, wie interpretiert sie die Sache jetzt und welchem dieser beiden folgt sie eigentlich. 1986 haben wir dann sogar ein sogenanntes Auskunftspflichtgesetz bekommen. Das heißt, dass die Behörde prinzipiell, wenn sie Fragen sie haben, innerhalb von 8 Wochen antworten muss. Egal, ob sie das mündlich, schriftlich oder telefonisch einbringen, haben sie das Recht auf Information. Es gibt nur 3 Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist, also die Auskunft ist nicht zu verteilen, wenn die Besorgung der übrigen Aufgaben der Verwaltung damit wesentlich beeinträchtigt würde. Was einerseits damit zu begründen ist, zu sagen, okay, gewisse Dinge können wir dann einfach nicht mehr machen. Andererseits kann man es leider auch so auslegen, dass man sagen kann, es ist für Arbeit,
wir haben zu wenig Personal dafür. Was ich völlig verstehe sozusagen von den Beamten, die an der Front sitzen. Andererseits kann es nicht sein, dass eigentlich mit dem Sparstift quasi die Österreicher daran gehindert werden, zu erfahren, was in Österreich passiert. Die Auskunft muss auch dann nicht erteilt werden, wenn eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht entgegensteht, wie in der Verfassung quasi verankert. Auch das wäre ein Entschlagungsgrund und ebenfalls muss die Auskunft von der Behörde an den Bürgern nicht erteilt werden, wenn die Auskunft offenbar mutwillig verlangt wurde. Jetzt haben wir uns gefragt, was heißt mutwillig in dem Zusammenhang? Ich denke mal, wenn man eine Frage an eine Behörde richtet, ist man erstens äußerst willig, das zu tun und zweitens, wenn Sie eine österreichische Behörde was fragen, sind Sie eh schon sehr mutig. Insofern haben wir uns angeschaut, wie das definiert ist und in einem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs wird mutwillig unter anderem definiert, dass mutwillig handelt, unter anderem, wer sich im Bewusstsein der Grund- und Aussichtslosigkeit sowie der Nutz- und Zwecklosigkeit seines Handelns an die Behörde richtet. In anderen Worten, Sie handeln schon mutwillig, wenn Sie sich im Vorhinein hätten denken können, dass Sie im Nachhinein eh keine Antwort kriegen werden. Was mich auf den gelernten Österreicher wieder zurückführt und zu Punkt 1 bringt. Sie sehen, die Rechtslage ist einfach sehr interpretativ. Ja, also Sie können das drehen und wenden, wie Sie wollen. Und das ist eigentlich die Grundsatzproblematik, wenn es um diese Rechte geht. Denn wir sind der Meinung, Information ist kein Gnadenakt. Ganz im Gegenteil, es ist ein Recht. Denn wenn alles Recht vom Volk ausgeht, wie das in einer Demokratie wie unserer üblich ist, dann stellt sich die Frage, mit welchem unter Bürger de facto der Souverän ist. Dann stellt sich die Frage, mit welchem Recht verweigert der Dienstleister dem Auftraggeber Auskunft. Ich habe großen Respekt vor dem, was Politiker und öffentlich Bedienstete tun. Das ist nicht einfach, das ist oft in einem großen Spannungsfeld. Aber der Punkt zu sagen, das ist zu kompliziert, als dass ihr euch damit beschäftigt, wenn wir alle 5 Jahre wählen gehen sollen, kann nicht die Wahrheit sein. Kurz zur Begrifflichkeit, wir sprechen von verschiedenen Rechten. Der Kollege hat von Recht auf Zugang zu Information gesprochen, umfasst auch all das. Hier wird manchmal als Freedom of Information bezeichnet, manchmal als Access to Information, Auskunftspflicht in Österreich oder prinzipiell das Right to Know. So, darauf haben wir diese Transparenzinitiative gegründet, haben für diese Petition mehrere tausend Unterstützungserklärungen bekommen und wir hatten uns zum Ziel gesetzt, ein Transparenzgesetz nach Hamburger Vorbild zu etablieren in Österreich. Dieses Transparenzgesetz nach Hamburger Vorbild wurde dort erst vor 3-4 Jahren etabliert, als die draufgekommen sind, dass ein großes Konzertgebäude, die Elbphilharmonie in Hamburg, denen viel mehr Geld kostet, als ursprünglich veranschlagt. Oder anders gesagt, die Regierung, also die Stadtregierung hat dort gemeint, das wird kostenneutral finanziert, sprich mit null Belastung für die Bürger. Momentan stehen sie nach einigen Fehlplanungen bei 520 Millionen Euro statt null. Das ist ein ganz ordentlicher Unterschied und daraufhin haben die Bürger gesagt, also Moment, wieso habt ihr das so gebaut? Und sind draufgekommen, hätten sie mehr Zugang zu Informationen gehabt, hätte das vielleicht vermieden werden können, ein solches Desaster. Ist immer mein Lieblingsbeispiel, wenn wir von der Regierungsseite hören, dass es quasi wahnsinnig viel Geld kostet, so ein Gesetz zu etablieren. Wir gehen davon aus, dass es viel mehr Geld kostet, quasi so ein Gesetz nicht zu etablieren. Das Transparenzgesetz in Hamburg fußt de facto auf 5 wesentlichen Punkten. Erstens ein umfassendes Recht auf Information. Das ist das, was in allen Freedom of Information Acts oder Access to Information Acts quasi weltweit die Grundlage ist. Das zweite sozusagen, dass ich nicht nur Information oder Auskunft erhalte von der Verwaltung, sondern tatsächlichen Zugang zu den Dokumenten der Verwaltung, sprich das wirkliche Papier, Access to Documents, heißt auf europäischer Ebene, in Händen halten darf, weil ob mir jemand was daraus vorliest und sagt, wie das ungefähr geregelt ist oder ich weiß, was in diesem Vertrag steht, sind 2 verschiedene Dinge. Weiters auch hat man gesagt, okay, ich weiß ja oft gar nicht, wonach ich fragen kann. Wenn ich nicht weiß, wonach ich fragen kann, wie soll ich denn wissen eigentlich, ob ich das richtige Dokument habe oder ob es überhaupt ein Dokument gibt, ob ein solcher Vertrag geschlossen wurde. Also haben wir gesagt, genau wie in Hamburg hätten wir gerne eine Veröffentlichungspflicht für Behörden, die Dokumente, zum Beispiel Verträge über 100.000 Euro, proaktiv von sich aus veröffentlichen müssen, damit ich weiß, dass dieser Vertrag überhaupt geschlossen wurde. Wo kann ich sowas nachsehen? In der Slowakei und auch in Hamburg gibt es dafür ein zentrales Online-Register, wo man all diese Verträge einsehen kann. Also quasi, Sie so wollen, ein Google für Verträge und Dokumente des Staates. Das wäre sinnvoll. Und damit ich weiß, wie kann ich denn kontrollieren, ob wirklich alle Dokumente, die die Behörde proaktiv veröffentlichen muss, auch wirklich veröffentlicht wurden.
hätten wir gerne einen sogenannten zentralen Beauftragten für Informationsfreiheit und Datenschutz, den es ebenfalls in zig Ländern der Welt gibt, in Österreich noch nicht, der dann kontrollieren kann, ob das auch eingehalten wurde, der auch entscheiden kann in Streitfällen, wer hat recht, wer hat nicht recht. So hätten wir es gern gehabt, so sieht der Vorschlag der Regierung aus. Ja, ein Recht auf Information wird zugestanden und ist auch sozusagen laut Gesetz ganz toll. Zugang zu Dokumenten lässt sich jetzt nicht ganz so daraus ableiten. Eine Veröffentlichungspflicht habe ich da weggegeben. Ja, die Behörden sollen veröffentlichen. Wenn sie es nicht tun, gibt es aber keine Konsequenz. Ein Register gibt es nicht. Jeder veröffentlicht irgendwie, irgendwo. Und jemanden, der das kontrolliert, auch nicht. Das ist sozusagen das, was am Vorschlag, am Gesetzestext derzeit seitens der Regierung im Raum steht. Das halten wir für ein Problem. Warum halten wir das für ein Problem? Es gibt 5 wirklich große Punkte, die man absetzend dessen kritisieren kann. Der Kollege hat gesagt, die Ausnahmen sind wahnsinnig wichtig. Wenn Sie sagen, Sie haben ein Recht auf Information, ausgenommen. Folgende Punkte. Einerseits ist der Datenschutz quasi eine große Ausnahme, der persönliche Datenschutz, wie wir ihn verstehen, und nicht notwendigerweise der für große Unternehmen und Konzerne. Ja, also dass sozusagen die Firma, im Hinblick auf den Livestream mache ich keine Namensnennung, XYZ-Konzern, setzen Sie Ihren Lieblingskonzern ein, und Sie persönlich quasi das gleiche Recht auf Datenschutz genießen, ist fragwürdig. Datenschutz ist für uns eine Grenze nach unten, was den persönlichen Datenschutz betrifft, die Person an sich, überhaupt keine Frage, aber dazu gibt es noch mehrere andere Ausnahmegründe und da gibt es Ausnahmegründe, die heißen quasi nationale Sicherheit mehr oder weniger, die heißen finanzielle Interessen einer Gebietskörperschaft, was schon problematisch genug ist, aber abgesehen von diesen 6, 7 Ausnahmegründen gibt es dann noch einen zusätzlichen, der ganz unten eingefügt wurde in diesen Regierungsentwurf, der hieß, oder sozusagen, wenn weitere gleich wichtige Gründe, das mit Bundes- oder Landesgesetz, mit einfachem Gesetz quasi verlangen. Das heißt, wir machen ein Verfassungsgesetz, das mit 2/3 beschlossen werden muss. Und mit einfachem Gesetz oder mit einfachem Landesgesetz kann sich jeder Landeshauptmann oder jede Regierung quasi weitere Gründe beschließen, aus denen zusätzlich später was geheim gehalten wird. Das ist eine Aushebelung des ganzen Dings und deswegen ist das Recht auf Information, das hier verbrieft wird, nur als eine Farce zu verstehen. Was ist eine Information? Sie haben das Recht auf Information, aber was ist eine Information? Interessant, was eine Information ist, bestimmt die Behörde. De facto. Laut dem Gesetzesentwurf. Denn der Punkt ist, Sie haben zwar das Recht auf Information heißt aber Information, ist aber laut diesem Gesetzesentwurf der Regierung nur gesichertes Wissen im tatsächlichen Bereich. Wie auch immer das zu verstehen oder interpretieren ist. Also das von der Regierung in Auftrag gegebene Gutachten eines Professors zur Auswirkung von Handystrahlung auf das Krebsrisiko von Menschen, würde ich jetzt nicht als gesichertes Wissen im tatsächlichen Bereich interpretieren. Kann also zurückgehalten werden. Das heißt, hier kann die Information zurückgehalten werden von der Behörde, wann immer sie es eigentlich beliebt, zumindest einmal lang genug, bis sie dagegen prozessieren. International gängig und auch im Hamburger Transparenzgesetz festgehalten ist Information, jede Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Hätten wir gerne. Noch dazu gilt das eigentlich nur für Dinge, die veraktet wurden. Das heißt, wenn man eigentlich dort sagt, na, das ist nur Entwurf oder Notiz, dann tut man es quasi außerhalb des Akts dazu und dann ist es nicht veraktet und Sie können es gar nicht anfragen. Heute aus. Was auch dazu führt, dass de facto jede illegale Aufzeichnung nicht angefragt werden kann, was überhaupt dann problematisch ist. Jede Anfrage wird laut diesem neuen Regierungsentwurf mit Kosten verbunden. Das heißt, für jede Anfrage müssten Sie möglicherweise bis zu 30 Euro zahlen. Was durchaus problematisch ist, weil wir der Meinung sind, dass das Wissen, das die verwalten, wir eh schon bezahlt haben, dadurch, dass wir eigentlich quasi die Verwaltung finanzieren. In Deutschland hat es zu einem Fall geführt, wo der Stern oder der Fokus, ich tue jetzt einem von beiden Unrecht, eine Anfrage gerichtet hat an das deutsche Sportministerium, wie viele Medaillen die denn dem deutschen Olympischen Verband vorgeschrieben haben zu erreichen, damit die weitere Förderung kriegen. Das hat das deutsche Sportministerium interpretiert als, das ist eine Anfrage, ist nicht eine Anfrage, sondern das sind so und so viele Anfragen. Weil wir so und so viele Abläufe machen müssen und das kostet nicht einmal 30 Euro, sondern diese Anfrage komplett zu erfüllen kostet 15.000 Euro. Wenn Sie das mit einem einzelnen Bürger machen,
ist das eine Schweinerei. Das Medium hat sich das nicht bieten lassen und hat gesagt, geht schon. Mach mal, bitte. Ja? Diese Sache läuft noch und ist wahnsinnig lustig zu verfolgen. Sie können das bei korrektiv.org, einer deutschen Internetplattform, verfolgen. Was ist, wenn die Behörde Nein sagt und sagt, nein, sehen wir nicht so? Dann ist das ja kein Hoheitsakt im Prinzip, sondern nur die Interpretation der Behörde. Ich sage, ich hätte es gern, die sagen, wir glauben, du darfst das nicht haben. Wer entscheidet? Wir hätten gesagt, der zentrale Informationsbeauftragte, weil der wägt ab zwischen Informationsbeauftragtentum und Datenschutz. Regierung sagt, ist zu teuer so ein Typ oder so eine Typin, dann machen wir es lieber so, schicken wir den Bürger zu Gericht. Ja? Bürger soll die Republik verklagen und soll das Verfahren einfach durchziehen. Es gibt eh keinen Anwaltszwang, andererseits, Klammer, ohne Anwalt werden die Argumente nicht so vorgebracht, dass sie wahrscheinlich wirklich durchkommen damit. Und das Schönste ist, sollte es quasi da Verfehlungen geben und jemand quasi die Auskunft rechtswidrig nicht erteilen oder die falsche Einschätzung abgeben oder etwas verschwinden lassen oder diese proaktive Veröffentlichungspflicht quasi unterwandern, dann gibt es dafür keine Konsequenzen. Das ist der Punkt, deswegen habe ich die Ohren aufgestellt, dass der Kollege gesagt hat, wir sollen sehr genau aufpassen bei den Ausnahmen. Das machen wir jetzt seit fast 1,5 Jahren, wo wir quasi immer jeden neuen Entwurf und jeden neuen Vorschlag der Regierung sehr genau unter die Lupe nehmen. Nachzulesen alles unter www.informationsfreiheit.at. Dort finden Sie diese ganzen Analysen. So steht es momentan. Noch hat die Regierung für diesen Entwurf keine Mehrheit. Sie braucht eine Zweidrittelmehrheit, entweder Grüne oder Freiheitliche. Und muss die erst kriegen. Der Weg zum Recht, wenn Sie die interessiert, generell, müssen Sie einen Antrag nach Auskunftspflichtgesetz stellen, einen Bescheid verlangen, wenn das nicht erteilt wird. Das wird sehr oft quasi von den Behörden gerne zurückgehalten. Da sagt man nur mal, nein, kriegen Sie nicht, dann müssen Sie es nochmal fragen, hätte keinen Bescheid und dann können Sie mit dem vor Gericht klagen. Den Kollegen kennen Sie wahrscheinlich, der ist quasi hier im Raum ganz gut bekannt, nachdem er hier einige Initiativen gestartet hat. Der hat die Plattform programmiert, also aus Deutschland nach Österreich geholt, quasi, die Ihnen hilft, dieses Recht in Österreich durchzusetzen. Auf fragdenstaat.at können Sie Anfragen an Behörden stellen. Es wird automatisch in den Text des Auskunftspflichtgesetzes gekleidet. Und wenn Sie dort eine Anfrage stellen, ist das öffentlich. Das heißt, Sie können auch dort schmökern, was haben denn österreichische Behörden zuletzt so für Anfragen verweigert zu beantworten. Ist immer wieder ganz spaßig und man kommt auf neue Ideen. Achtung, nicht aus Mutwilligkeit, sonst gibt es keine Antwort. Schlussgag, der Kollege hat genau eine einzige Frage gestellt auf dieser Plattform, also als erste, der Kollege hat als erste Frage quasi auf dieser Plattform eine Frage gestellt und sie hatte einen Satz zum Inhalt und die hieß, ich beantrage hiermit gemäß § 2.3 Auskunftspflichtgesetz die Erteilung folgender Auskunft, ich beantrage die Übermittlung der Liste aller Unternehmen der vom Wirtschaftsministerium anerkannten Eurofighter Gegengeschäfte. Das war auch heute vor 3 Jahren. Das Ministerium hat uns lang und breit erklärt, warum das alles nicht möglich ist und rechtlich quasi völlig unhaltbar wäre. Der Kollege hat das nicht geglaubt, ist zum Verwaltungsgerichtshof gegangen und der hat entschieden, falsch, liebes Wirtschaftsministerium, deine Anwälte und deine Juristen haben Unrecht, der Herr Hametner hat Recht und das Wirtschaftsministerium musste die Gegengeschäfte, die Liste der Eurofighter Gegengeschäfte veröffentlichen, 12 Jahre nachdem dieser Vertrag eigentlich abgeschlossen war und 10 Jahre nachdem sich der gesamte österreichische Journalismus bemüht hat, diese Liste zu bekommen. Als der Herr Wirtschaftsminister am nächsten Tag im Ministerrat konfrontiert wurde, ob er denn diese Liste veröffentlicht jetzt, wie im Urteil geheißen, hat er sofort gesagt, ja klar, kein Problem, habe nie verstanden, warum wir das nicht machen. Vor der Problematik stehen wir. Ja. Das heißt, die Informationsfreiheitsgesetzgebung ist eine Detailarbeit und wichtig ist jetzt sozusagen, dass in diesem Gesetz keine Dinge versteckt werden, mit denen man eigentlich ein grundsätzliches Recht auf Information aushebeln könnte. Wenn uns dabei helfen will, feel welcome. Jedenfalls danke für die Einladung. Ganz herzlichen Dank, lieber Joe. Ich bin mir sicher, da gibt es jetzt ein paar Fragen. Sollen wir mal schauen, wie viele Fragen es denn circa geben wird? Sicher einige. Haben wir schon mal 2 hier zumindest? Okay, gehen wir der Reihe nach durch. Ja, Herr Barth,
Das sind ja Auskünfte über öffentliche Informationen. Haben Sie ja Erfahrung, Datenschutzgesetz 2000, wenn ich zu Behörden gehe und verlange alle Daten, die über mich haben, was die dann tun damit? Ich fühle mich nämlich sehr oft verarscht. Entschuldigung. Gleich kurze Antwort dazu. Ist eine sogenannte Selbstauskunft, die Sie sozusagen verlangen? Nein, ist nicht mein Spezialbereich und ist auch nicht Kernbereich. Gibt es aber, glaube ich, eher die Kollegen aus dem Datenschutz, die das gut beantworten können. Der Thomas Lohninger nickt schon, der will Ihnen da gerne Auskunft geben. Uns geht es eher darum, sozusagen dort, wo der Staat wirklich tätig wird, um das unser Gemeinwohl irgendwie oder das Gesamtwohl zu erfüllen. Haben Sie vielleicht Informationen zu geheimen NATO-Kooperationsverträgen? Beziehungsweise TTIP, die nicht mal die Abgeordneten dürfen lesen, was Sie da unterschreiben? Vielleicht wissen Sie da was. Schauen wir mal. Muss ich wieder enttäuschen? Nein, also uns geht es ja weniger ums, also der Punkt ist der, als Journalist leben Sie ja eigentlich zu einem Gutteil, oder wenn Sie noch dazu das betreiben, was man in Österreich gemeinhin investigativen Journalismus nennt, oder Reporting on Investigations, leben Sie ja sehr oft davon, quasi sogenannte Papillen, nämlich Informationen, die Ihnen geleakt werden, zu verarbeiten zu können. Also alles, was aus TTIP-Verhandlungen sozusagen plötzlich nach draußen dringt und das Zettel da ist, ist ja wunderbar und sind die sogenannten Leaks. Das Problem ist, dass Leaks sehr oft eigentlich keine wirklichen Leaks sind, sondern in Wahrheit Feeds, also sprich sie von jemandem konkret damit gefüttert wurden. Also die große Geschichte des Watergate-Skandals, wo es wirklich Informanten aus dem System selbst gab, die gesagt haben, ich riskiere hier meinen Arbeitsplatz, die Ausbildung meiner Kinder und meine Pensionsberechtigung, weil es ist eigentlich keine Schweinerei, was hier passiert und ich gebe das jetzt nach außen. Dennis Ellsberg mit den Vietnam-Papieren ist sehr oft die Ausnahme und die Regel ist, dass sie es von jemandem kriegen, der ganz klar politisches Interesse daran hat, dass etwas damit passiert. Jetzt stellt sich beim Leak immer die Frage, wie überprüfe ich denn die Echtheit dieses Dings? Ob das wirklich so ist? Weil wenn das, was dieses Dokument auf der Innenseite geschützt ist, kann ich eigentlich die Echtheit gar nicht verifizieren. Ist ein großes Problem. Deswegen ist uns diese Kampagne so wichtig zu sagen, eigentlich möchte ich auf Leaks nicht angewiesen sein, sondern genau was TTIP betrifft, möchte ich wissen, was da drin verhandelt wird, wenn ich danach davon betroffen bin. Die Abgeordneten sollten das sowieso und wir erst recht. Denn sie gingen sozusagen überhaupt nichts kaufen heute, wenn sie nicht eine komplette Info haben, was da drinnen ist, welche Inhaltsstoffe drinnen sind, wie das von anderen bewertet wurde etc. Ja, im Konsumentenschutzgesetz haben wir Auszeichnungspflicht, die ist riesig. Da muss sozusagen das Unternehmen alles listen, was in dem Ding drinnen ist. Wenn was beschlossen wird, was uns europaweit auf die nächsten Jahrzehnte betrifft, dann sagen wir, gut nicht, geheim. Kann nicht sein. Also inhaltlich, TTIP, ja, bin ich bei Ihnen, sollte das transparent sein, habe ich Informationen dazu? Nein, leider nicht. Danke, gibt es noch eine Frage hier? Vielleicht auch noch eine Antwort auf diese Frage. Anfragen über fragdenstaat.at stellen und schauen, ob eine Antwort kommt. Und wenn nicht, einen ablehnenden Bescheid anfordern und das zum Verwaltungsgerichtshof bringen. Es sind viele Punkte, wo die Regierung oder Parlament oder so sagt, das würde so und so funktionieren, zum Beispiel der Informationsfreiheitsbeauftragte. Ein Grund, warum der von speziell Bundesminister Ostermeier nicht gewollt wird, weil er gesagt hat, dass sowieso binnen eines halben Jahres das Verwaltungsgerichtshof entscheiden wird. Ich habe eine Anfrage bezüglich der Hofburg-Pachtverträge gestellt, die wurde abgelehnt, die liegt beim Verwaltungsgerichtshof jetzt, jetzt wird schon bald das zweite Jahr, aber das sind dann halt sozusagen Gegenargumente, dass das funktionieren wird ohne einen Informationsfreiheitsbeauftragten. Eine Frage natürlich an dich, das war jetzt vielleicht sollte man das auch
vielleicht darstellen, wo die Widerstände liegen, weil ja doch alle parlamentarischen und außerparlamentarischen Parteien ziemlich positiv darauf reagiert haben, auf diese Initiative Transparenzgesetz.at, gesagt haben, das setzen wir um, alles ist kein Problem. Letzte Woche oder so war das im Ö1, ehemaliger Rechnungshofpräsident Fiedler, jetzt Transparency International Beiratsmitglied, gesagt, dass er sozusagen den Widerstand in der Verwaltung oder oberen Verwaltung vermutet. Wo siehst du das genau, wo der Widerstand zu verorten ist gegen dieses Gesetz? Weil es gibt ja auch einen einstimmigen Parteitagsbeschluss der SPÖ Wien, der Umsetzung nach Vorbild des Hamburger Transparenzgesetzes, plus. Es steht in Regierungsabkommen Kärnten, glaube ich, drinnen, Wien, glaube ich, jetzt auch im es steht im Regierungsabkommen vom Bund drinnen, dass man das umsetzt. Wo ist der Widerstand? Die gute Nachricht, es gibt keinen. Es gibt überhaupt keinen Widerstand. Alle wollen das und trotzdem passiert es nicht. Hochinteressant. Ja. Ich musste so schmunzeln, als ich zuletzt auf Ö1 von der Sarah Krischer den Beitrag gehört habe über Democracy, den neuen Film quasi, der Jan Albrecht begleitet, wie er versucht auf europäischer Ebene das Datenschutzgesetz quasi das neue durchzubringen. Und der sagt, wir müssen sich das vorstellen, ein neues Datenschutzgesetz auf europäischer Ebene, es hat 4 Jahre gedauert. 4 Jahre. Ich denke mir, ja, wir sind bei etwas, was die ganze Welt die ganze Zeit schon macht und wir brauchen 3. Und sind noch immer nicht fertig. Ja? Liegt wahrscheinlich auch an der Tatsache, dass wir 9 Bundesländer haben. Also Kurzfassung, du hast 3 Dinge angesprochen. Erstens, du glaubst sozusagen das und du hast gehört das. Zweitens, der und der vermutet. Und drittens, wo ist es jetzt denn wirklich? Das ist das Problem, wenn man keine Information hat. Wir verhandeln die ganze Zeit, oder wir verhandeln ja nicht mal. Der Punkt ist, es ist völlig unklar, warum eine Willensbekundung, die österreichische Politik vor 3 Jahren getroffen hat, bis heute nicht umgesetzt ist. Völlig unklar. All das, was uns gesagt wurde als gute Idee, machen wir das, halte ich persönlich für Lippenbekenntnisse. Das macht sich wahnsinnig gut in der Öffentlichkeit zu sagen und sich damit positive Schlagzeilen abzuholen. Dann berichtet der Journalismus und die Medien darüber, dass das jetzt passieren wird. Dann passiert eine Zeit lang nichts. Das Nichtstun zu kritisieren ist schwierig, weil ja sozusagen keinen Einblick hast, was wirklich passiert, ob was passiert oder ob es einfach liegt und man tut nichts. Und wenn man dann quasi ein bisschen mehr kritisiert, dann kommt wieder ein Lippenbekenntnis, das heißt, jetzt tun wir es aber wirklich. Das hatten wir bisher 5-mal. 5-mal diese Peaks, wo sich die Regierung positive Berichterstattung abgeholt hat, dass jetzt aber wirklich was passiere. Der Punkt ist, auf der anderen Seite, es gibt keine Dokumentation über diesen Verhandlungsprozess. Wer denn befragt wurde, mit wem gesprochen wurde, wer was bekunden möchte. Es gab zwar Begutachtungen, da steht was drinnen, aber wenn ich mich rein nach denen richte, müsste der Verhandlungsprozess schon lange abgeschlossen sein. Der Punkt ist der, die Gesetzgebung ist de facto eine gewisse Blackbox in dieser Sache und man sagt uns einfach nicht, wer welche Interessen hat. Deswegen ist dein Tipp gut und den kann ich zum Abschluss nur zurückgeben. Wenn man etwas wissen will, eine Anfrage zu stellen ans Bundeskanzleramt und zu fragen, wer denn eigentlich bisher konsultiert wurde in dem Gesetzgebungsprozess, welche Tätigkeiten seitens der Sektion der Verfassungssektion quasi geleistet wurden, welche Gutachten eingeholt wurden, welche Experten befragt wurden, einen Tätigkeitsbericht zu verlangen. Und wenn der verweigert wird mit Hinblick auf das Amtsgeheimnis, ist es ein Treppenwitz schlechthin. Das muss man dann öffentlich machen. Denn nichts sozusagen mehr fürchtet jemand, der gerne im Geheimen arbeitet und sich nicht rechtfertigen will, als die Öffentlichkeit. Und genau dort muss man die Menschen dahin bringen. Deswegen freut es mich, fragt den Staat.at bitte, Anfrage Bundeskanzleramt, wo hakt es denn jetzt wirklich? Wäre super. Danke. Okay, die letzten 2 Fragen hätten wir noch die Möglichkeit. Einmal hier und okay, letzte Frage. Ich wollte fragen,
Vor Gericht klagen klingt schön und gut, ist sicher mit vielen Kosten verbunden. Kann man das in etwa abschätzen, wie teuer das ist? Und gibt es da Empfehlungen für Rechtsschutzversicherungen, die das abdecken? Das ist also eine Frage der Mutwilligkeit, ne? Ja, wir haben uns das auch angesehen. Der Punkt ist der, die einfache Eingabe kostete, als wir die gemacht haben, noch nach alter Rechtsordnung oder nach alter, die Behörden wurden umorganisiert und bisher sozusagen gingen wir mit dieser Anfrage noch zum Verfassungsgerichtshof und kamen dort gleich, zum Verwaltungsgerichtshof und kamen dort gleich zu einem Ergebnis. Mittlerweile geht man zu den Landesgerichten. Die Eingabe ist mehr oder weniger gratis. Die Kosten, die entstehen, belaufen sich um die 250, 300 Euro. Das ist jetzt nicht nichts, aber es ist zumindest etwas, was man über eine Mini-Crowdfunding-Kampagne wieder reinbringt. Das Risiko ist schon ein größeres. Wir wussten nicht sozusagen, ob bei der Frage der Eurofighter-Gegengeschäfte möglicherweise ja das Ministerium die Firma Eurofighter kontaktiert und sagt, was sagt ihr dazu? Was durchaus ihre Möglichkeit gewesen wäre, die wieder einen Rechtsbeistand einschalten und wenn wir verlieren, wir möglicherweise die Kosten des Anwalts, der da gefragt wurde, mittragen müssen. Wir wussten es zumindest nicht. Die Rechtslage war nicht eindeutig genug, dass wir das ausschließen konnten. Das heißt, wir haben schon damit gerechnet, dann bist du plötzlich bei ein paar tausend Euro. Ja, dann wird es schwierig. Generell aber sozusagen liegen wir auf jeden Fall bei einer gewissen Gratismöglichkeit vor Gericht zu gehen. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt auch keinen Anwaltszwang quasi von den Landesverwaltungsgerichten. Der Punkt ist nur der Richter dort entscheidet auf Grundlage dessen, was du schreibst. Nicht auf, was hat er gemeint und aha, er meinte das, wir können also das interpretieren. Sondern hauptsächlich geht es darum, was wirklich niedergeschrieben ist. Das heißt, ohne sich einen Anwalt zu nehmen, kann man es eigentlich nicht vernünftigerweise so formulieren, dass man damit vor Gericht eine Chance hat. Das ist das Problem. Das heißt, da kommen plötzlich Anwaltskosten von ein paar Stunden auf einen zu und man ist schnell mal bei 500, 600, 700 Euro bei der ganzen Geschichte. Der letzte Punkt, der Hauptfaktor ist die Zeit. Ja, das wirklich betreiben zu wollen und wirklich immer wieder zu sagen, Moment, du hast mir keinen Bescheid gegeben, gib mir einen Bescheid, wirklich ein Rechtsdokument. Das zu betreiben, dauert einfach lange. Da hatten wir einen Kollegen, der hat das vom Landesschulrat für Wien, wollte den Lesetest haben, den seine Kinder in der Volksschule gemacht haben. Und er wollte nur den Zettel haben, den er seinen Kindern vorgelegt hat, weil er wissen wollte, was draufgestanden ist. Was war das für ein Test? So ein Leistungstest. Der hat wirklich über 12 Mal, ebenfalls auf Frag den Staat nachzulesen, über 12 Mal mit der Behörde hin und her geschrieben, was er jetzt eigentlich braucht, bis er endlich einen ablehnenden Bescheid hatte, mit dem er dann klagen gehen konnte. Lesetest. Einfach Frag den Staat, Lesetest. Lesen Sie es ganz durch. Es ist wirklich köstlich, dieser Briefwechsel. Und dann ist man 2 Jahre vor dem Verwaltungsgerichtshof. Möglicherweise, so wie wir mit der Eurofighter-Causa. Das ist die eigentliche Problematik. Ja, also die Kosten kann man noch, vor allem wenn so ein großes Unrecht dann entsteht, dass man so lange braucht, um das eigentlich zu machen, das postet man ein paar Mal auf Twitter und dann kriegt man vielleicht die Kohle noch rein. Generell ist es eigentlich für den Durchschnittsbürger unleistbar, das zu machen und deswegen ist es auch der Aufwand in keiner Relation, dass man sagt, ja, man soll vor Gericht klagen, statt einen Beauftragten zu haben, der sagt, wir vermitteln hier zwischen Bürger und Behörde. Herzlichen Dank, lieber Josef, nochmal einen Applaus. Oder haben wir schon? So, und wir kommen zu unserem letzten Punkt auf der heutigen Tagesordnung, und zwar die Lightning Talks. Da haben wir die Möglichkeit für 3 Slots. Einer ist schon besetzt. Ein Lightning Talk funktioniert immer so, dass man für 1 bis maximal 3 Minuten ganz kurz ein aktuelles Thema berichtet oder eine Kampagne vorstellt oder was Mann oder Frau eben möchte. Und da gibt es noch 2 Möglichkeiten. Wer mag, kann sich einfach melden. Und gibt es da jemanden, der sich dafür interessiert? Haben wir hier 1, 2. Okay, einmal der Thomas Lohninger und einmal Sie da drüben. Okay, alle Plätze soweit besetzt. Schauen wir dann mal, wie sich's ausgeht.